Willkommen Leute bei einem neuen Video. Es geht heute wieder um das Thema Vampire Diaries. Logischerweise um das ganze Universum Legacies, das zweite Spin-off und die dritte Serie in diesem ganzen Universum ist dieses Jahr zu Ende gegangen. Und alle dachten, dass damit auch das ganze Universum zu Ende ist. Allerdings wurde schon bestätigt, dass auf jeden Fall eine vierte Serie kommen soll. Man weiß noch nicht genau wann, man weiß noch nicht genau, worum es gehen soll. Es ist nur sicher, es soll noch eine vierte auf jeden Fall kommen, denn Legacies hätte eigentlich so weiterlaufen sollen, dass dann irgendwann das vierte Spin-off aufgesetzt worden wäre. Das bedeutet, es wird irgendwas sein, das in der Zukunft spielt. Ich möchte aber hier mal in diesem Video auf die womöglich fünf besten Spin-off-Ideen eingehen, die in dem Serienuniversum möglich wären zum aktuellen Zeitpunkt. Davon sind natürlich einige einfach nicht mehr machbar, weil die Schauspieler da einfach nicht mehr bereit wären und es einfach keinen Sinn mehr machen würde. Aber rein von Potenzial her habe ich mal fünf Stück mitgebracht, die einfach am interessantesten und am coolsten wären, bei denen man, glaube ich, am meisten was rausholen könnte. Das erste Spin-off ist natürlich, wer hätte gedacht, logischerweise das Bennett Sequel. Das ist etwas, was eigentlich schon viele erwartet haben, denn man muss halt sagen, Bonnie Bennett war am Ende von Vampire Diaries nicht gerade in einem Happy-End-Zustand. Sie hat die ganze Serie eigentlich sehr viel kassiert und am Ende hat sie auch Enzo verloren. Generell muss man sagen, beim Vampire Diaries Ende war eigentlich niemand wirklich glücklich am Ende. Jeder hatte eigentlich ein eher Bad Ending, bis auf Elena und Damon. Das musste aber auch so sein. Ich meine, die haben die ganze Serie darauf aufgebaut, dass es am Ende wirklich dazu kommen sollte, dass sie entweder mit Stefan oder mit Damon zusammenkommt. Daher war das relativ klar. Und ja, alle anderen hatten aber eigentlich kein wirkliches Happy Ending. Ich meine, jeder hat irgendwie ihn verloren oder ist irgendwie in einem Trauerzustand gewesen. Daher krass auf jeden Fall. Aber bei Bennett war es natürlich ein bisschen stärker. Und ich habe das Gefühl gehabt, ihre Geschichte war eigentlich noch nicht ganz fertig. Es hätte Sinn gemacht, ein Sequel dazu zu machen, ein Spin-off, bei der es in dem Fall um sie geht, wie sie vielleicht einen Hexenzirkel aufbaut, wie sie jüngere Hexen trainiert und vielleicht einen neuen Gegner bekommt, indem sie vielleicht irgendwie ein neues Buch entdeckt oder irgendeinen Hexenspruch erlernt, bei dem dann vielleicht irgendetwas passiert, wodurch dann vielleicht irgendwie ein uralter, antiker Feind wieder aufersteht. Es gäbe da viele Ideen, wie man es irgendwie machen könnte. Vielleicht könnten sie auch gegen einen anderen Hexenzirkel kämpfen. Vielleicht so ein bisschen wie bei The Secret Circle mäßig, dass da vielleicht ein Hexenzirkel gegen den anderen kämpft. Es gäbe da auf jeden Fall ein paar Ideen, wie man das Ganze umsetzen könnte. Und da ist es schon schade, dass sie da nichts gemacht haben. Sie hätte am Ende nämlich echt so eine Art Happy End bekommen können. Vielleicht in der letzten Folge von dem Spin-off dann so eine Art Wiedersehen mit Enzo als Geistgestalt. Es gibt da viele Ideen, wie man es machen könnte. Und ein paar neue Auftritte könnte man auch nochmal mit reinbringen. Vielleicht Jeremy als Gast. Ja, vielleicht sogar Elena und Damon. Natürlich, es macht alles keinen Sinn, dass die Schauspieler wieder zurückkommen würden. Aber es wäre auf jeden Fall viel, viel Potenzial gewesen. Man hätte sehr viel draus machen können. Sehr schade. Als zweites Spin-off, auch eigentlich sehr, sehr offensichtlich, ein weiteres Prequel von den Michaelson. Wir haben natürlich sehr viele Szenen gesehen, in denen wir die Vorgeschichte in verschiedenen Epochen von den Michaelson-Geschwistern gesehen haben. Und ich finde, man hätte sogar noch ein ganzes Spin-off machen können. In verschiedenen Epochen einfach so ein paar Sprünge machen und sehen, wie die noch weiter leben, wie die sich wieder weiter behandeln und so weiter. Es wäre, glaube ich, sehr interessant gewesen. Man hätte es nicht zu lang machen dürfen, weil das meiste hat man, glaube ich, schon so gesehen. Aber es gäbe auf jeden Fall schon noch einige Sachen, die man mit reinbringen könnte, denn ich hatte das Gefühl, ich hätte gern noch mehr gesehen davon. Es war wirklich, wirklich cool zu sehen, wie sie in den verschiedenen Epochen miteinander gelebt haben, dass sie vor Michael weggerannt sind, wie die, ja, sich behandelt haben und wie die gekämpft haben mit anderen. Es war schon wirklich cool zu sehen und ich hätte wirklich noch mehr davon sehen wollen. Und ich glaube, viele hätten das Gleiche gesagt. Hätte, wie gesagt, nicht lange laufen können, vielleicht ein, zwei Staffeln, bevor man dann wirklich mehr als genug gesehen hat. Denn ich meine, das Ende von dem Michaelson-Arc im Prinzip ist ja in The Originals gewesen. Deshalb, ja, kann man da nicht mehr allzu viel bringen, ohne da jetzt irgendwas kaputt zu machen. Aber nun gut. Das dritte Spin-off ist eine Art Double Mix und zwar würde ich es als das Trinity Prequel bezeichnen, allerdings in Verbindung mit den Strix. Wir haben ja gesehen, dass die Trinity, in dem Fall die ersten drei Vampire, die von den Originals verwandelt worden sind, eigentlich ja schon ziemlich, ziemlich krass waren und ich glaube, die drei wären eine sehr, sehr coole Idee für einen Spin-off gewesen. Die haben ja auch gemeint, dass sie 100 Jahre lang miteinander gekämpft haben und zusammengearbeitet haben und das ist schon wirklich krass, was sie da alles angedießt haben, weil
Ja, man hätte da viel mit draus machen können. Man hätte in dem Fall zum Beispiel eine Staffel nur mit denen machen können. Dann gegen Ende der Staffel hätten dann vielleicht ein paar der ersten Strix drankommen können, die dann einen Übergang in die zweite Staffel bekommen. Und ich glaube, da wäre sehr viel möglich gewesen. Auch wieder mit Zeitsprüngen vielleicht, dass man da sieht, wie sie ungefähr zu der Epoche gelebt haben. Dann ein paar Folgen später kommt die nächste Epoche. Und es wäre, glaube ich, ganz cool, vielleicht bis dann am Ende der Serie zur modernen Zeit alles hinschreitet. Es wären wieder viele Möglichkeiten da gewesen, das Ganze mit reinzubringen. Und ich glaube, das wäre auch sehr cool, weil viele coole Charaktere und interessante Charaktere vor allem dabei waren, die noch mehr zu erzählen gehabt hätten. Das nächste Spin-off ist auch wieder so eine Art Double Mix. Und zwar würde ich es als das Crescent Sequel bezeichnen. Denn das ganze Wolfspack von Haley und Jackson ist ja immer noch am Leben. Klar, es sind viele gestorben, aber das Pack gibt es ja eigentlich noch und es wurde nie wieder erwähnt, sie kamen auch nicht mehr in Legacies dran, eigentlich schade. Und das Pack an sich finde ich gar nicht so interessant, aber man hätte damit viel verbinden können. Ich meine, die sind ja immer noch in New Orleans, man hätte damit ein paar verschiedene Faktoren aus New Orleans wieder verbinden können. Man hätte hier und da mal Michaels mit reinbringen können oder ja, ein paar andere Gäste, die halt schon Originals mit dran waren. Es wäre viel möglich gewesen, da irgendwas rauszumachen, dass dann in dem Fall Hope wieder zurückkommt und vielleicht mit denen zusammen versucht zu arbeiten, aber die haben halt irgendwie voll den Stress, weil die nie miteinander gelebt haben, richtig. Und man hätte was draus machen können, weil ich hatte das Gefühl, die haben da schon irgendwie was aufgesetzt für ein mögliches Spin-off, aber dann haben sie es irgendwie komplett verworfen und ich glaube, das könnte man irgendwie so verbinden, dass man in dem Fall Hope wieder zurückkommen lässt, hier und da mal einen Michaelson wieder auftreten lässt. Und ja, die Legacy von Haley und Jackson so ein bisschen ja, behandelt. Ich glaube, das wäre auch cool gewesen. Eins der vielleicht nicht ganz so interessanten Spin-offs, aber immer noch auf jeden Fall coole Möglichkeiten und sehr viel Potenzial für verschiedene Weiterführungen von kleineren Arcs und Charaktersträngen. Als fünftes Spin-off habe ich jetzt noch etwas, was rein theoretisch sogar noch zur Hälfte möglich wäre, und zwar ein Hunter-Spin-off. Das könnte in zwei verschiedene Richtungen gehen. Das eher unwahrscheinlichere wäre natürlich irgendwie so eine Art Sequel zu dem damaligen Arc von Jeremy. Dass das passiert, ist glaube ich jetzt eher unwahrscheinlich. Aber da hätte man auf jeden Fall noch viel dranbringen können mit den ganzen Huntern, die noch da dran kamen. Weil man hat nie so richtig gesehen, wie Jeremy trainiert hat, wie er da geschult wurde. So ein bisschen natürlich schon, aber man hätte auf jeden Fall sehr viel mehr noch machen können. Und ja, ein bisschen verschwindet das Potenzial, weil Jeremy ja sowieso nie so richtig im Fokus stand und da hätten sie ihn auch ein bisschen stärker in den Fokus setzen können. Was allerdings als Hunter-Spin-off noch funktionieren könnte, auch jetzt noch, wäre eine Art Sequel mit neuen Charakteren, die auch eine Art Hunter sind und verschiedene Vampire oder Werwölfe jagen und dann später auf irgendwelche Charaktere von zum Beispiel Legacies treffen. Und dann in dem Fall vielleicht eine neue Welt kennenlernen mit neuen Perspektiven. Ich glaube, damit könnte man auch was machen. Wie genau das ablaufen könnte, weiß ich allerdings auch nicht. Ich glaube, so ein Hunter-mäßiges Spin-off wäre noch das, was am meisten Sinn macht, was noch am meisten irgendwie funktionieren könnte mit allen aktuellen Schauspielern, die jetzt gerade nicht mehr dabei wären. Ist das, glaube ich, etwas, was auf jeden Fall Sinn machen würde, weil da könnte man viele neue Schauspieler mit dranbringen. Da müsste man nicht so wirklich auf die vielen alten Charaktere pochen. Und daher denke ich, das könnte noch funktionieren. Ich meine, klar, Delana, also Elena und Damon mäßig, das Sequel, das wird natürlich niemals drankommen. Das wäre ja auch irgendwas gewesen, was wahrscheinlich eher in Legacy so ein bisschen thematisiert worden wäre. Denn wie in einem anderen Video schon erwähnt, die Tochter von Damon und Elena wäre ja eigentlich für Staffel 5 von Legacies geplant gewesen, weil es da ja einen Timeskip gegeben hätte. Daher, ja, das wäre auf jeden Fall so weit gekommen. Schade, dass es nicht dazu kam, aber das sind mal die 5 Spin-offs, die ich so mir überlegt hatte, die am interessantesten wären, die am meisten Potenzial hatten oder teilweise auch noch haben. Eine vielleicht andere Idee wäre noch so eine Art Tales of Vampire Diaries, wo man in einer Folge einen kleinen Arc vielleicht nochmal thematisiert, vielleicht in einer Folge zum Beispiel einfach nur irgendwas in der Vergangenheit thematisiert von einem einzigen Charakter. Wäre auch cool gewesen. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare und dann würde ich mal sagen, das nächste Video erscheint, wenn die 4. Serie von Vampire Diaries erscheint.